Die Wahllokale in der Gemeinde Mulda mit seinen Ortsteilen Helbigsdorf und Zetau schlossen am Sonntag um 18 Uhr. Eifrig wurden die Stimmen ausgezählt. Gegen 19.30 Uhr verkündete die Wahlleiterin Petra Antonow das vorläufige Wahlergebnis. Die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Mulda mit den Ortsteilen Helbigsdorf und Zetau haben heute gewählt. Wir hatten insgesamt 1.983 Wahlberechtigte. Und davon haben 1.447 ihre Stimme abgegeben. Von den 1.447 Stimmen waren 558 Briefwahlstimmen. In ihren weiteren Ausführungen ging sie auf die Ergebnisse der einzelnen Wahllokale ein. Martin Krajewski erhielt in Helbigsdorf 77 Stimmen, in Mulda 100 Stimmen, in Zetau 204 und bei der Briefwahl 158 Stimmen. Michael Wiczorek erhielt insgesamt 898 Stimmen und gewann somit die Bürgermeisterwahl mit 62,5% aller gültigen Stimmen. Die Wahlleiterin bedankte sich bei allen Wahlteams für den reibungslosen Ablauf. Lieber Michael, lieber Herr Hetzki, ich möchte in meinem Namen euch erstmal ganz herzlich gratulieren. Ihr habt einen fairen Wahlkampf gemacht. Kann ich nur so sagen, war eigentlich alles gut gelaufen für euch. Ich erinnere mich nur an meine Zeit vor 21 Jahren. Da hatten wir 5 Bewerber und ich habe es mit der fast 1%-Zahl geschafft, so wie du heute. Und ich möchte dir ganz herzlich gratulieren, lieber Michael. Ich wünsche dir immer ein glückliches Händchen. Natürlich immer im Interesse der Gemeinde insgesamt, aller Ortsteile. Und auch Ihnen wünsche ich alles Gute. Und in 7 Jahren kann man ja wieder theoretisch. Schauen wir mal, was bis dahin ist. Genau. Und ich wünsche und hoffe natürlich, dass wir hier gemeinsam mit den Mitarbeitern in der Verwaltung, im Gemeinderat, noch weiterhin gute Ergebnisse zustande kommen zum Wohle unseres schönen Mulda. Alles Gute nochmal. Auch er bedankte sich bei allen Wahlhelfern und Mitarbeitern der Gemeinde. Zum Abschluss des Wahltages sprachen wir mit beiden Wahlkandidaten. Ich möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern bedanken, bei allen Unterstützern und bei meiner Familie. Vor allem bei meiner Frau, die mir in den letzten Wochen den Rücken gestärkt hat. Für mich war es ein anstrengender und ein spannender Wahlkampf. Ich habe viel lernen können und viel mitgenommen. Ich möchte mich noch einmal hier bedanken und ich werde weiterhin im Gemeinderat aktiv mitwirken, um für eine gute Zukunft zu sorgen. Vielen Dank. Ich bin überwältigt. Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Mulda mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Und doch mit einer so großen Wahlbeteiligung vor allen Dingen habe ich selber nicht gerechnet. Und freue mich, dass ich mit reichlich 62% der Stimmen hier der neue Bürgermeister in der Gemeinde für die nächsten 7 Jahre werde. Und werde dann heute das ein klein wenig im Rahmen der Möglichkeiten begehen. Ab Mitte Mai werde ich mich in die Arbeit tummeln. Ich werde mich mit den Verwaltungsmitarbeitern und den Bauhofmitarbeitern bekannt machen, die ich noch nicht kenne. Ich kenne ja nun schon einige aufgrund meiner Tätigkeiten hier in der Verwaltung, im Gemeinderat und mein Leben als Zivildienstleistender und in der Freiwilligen Feuerwehr und werde dann angehen, letztendlich die Priorisierung der Topics, die wir die nächsten Jahre angehen müssen. Von den Gemeinderäten und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde erwarte ich, dass wir eine enge und gute Zusammenarbeit in der Zukunft haben werden. Ich werde aktiv auf die Leute zugehen, aber auch entsprechende Mitarbeit einfordern, vor allen Dingen im Gemeinderat, sodass wir dort für die Gemeinde gemeinsam eine positive Zukunft gestalten können. Der Gemeindewahlausschuss hat am Montag, den 21. März 2021, das Wahlergebnis bestätigt.